Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zu einem weiteren Training Fußball Kindergarten. Heute mit dem Marco und mit mir. Wir haben für die erste Übung einen kleinen Aufbau vorbereitet. Das Spiel heißt Ochs am Berg. Ich glaube, ihr kennt es auch schon aus eurem Kindergarten. Dazu braucht ihr nicht mehr als 6 Klopapierrollen und vielleicht ein kleines Türchen, das ihr euch mit irgendwelchen Sachen bauen könnt, irgendwelche Dosen oder T-Shirts. Das spielt keine Rolle, was euch da so einfällt. Natürlich braucht ihr auch einen Ball. Ja? Ihr könnt es zu zweit spielen, ihr könnt es aber auch alleine spielen. Ihr könnt auch Mamis und Papis fragen, ob sie mitmachen wollen, je nachdem, wie ihr das Ganze möchtet. Ich zeige euch das jetzt gemeinsam mit dem Marco, um was es geht. Und ihr legt auch gleich mit los und habt eine Menge Spaß. Gut, als erstes brauchen wir einen doofen Ochsen und der bin ich. Das heißt, ich gehe mal dahinter in das kleine Türchen und schreie immer mit dem Rücken zu euch. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Und wenn ich mich umdrehe, schaue ich ganz genau, ob ihr eure Aufgabe geschafft habt. So, was ist die Aufgabe eigentlich? Hier stehen, wie gesagt, 6 Klopapierrollen. Und ihr müsst versuchen, von Klopapierrolle zur Klopapierrolle so schnell es geht zu kommen. Ja, in der Zeit, in der ich von euch wegspreche, nämlich 1, 2, 3, Ochs am Berg. Das Ganze geht im Zickzack. Von hier beginnend, Zickzack, Zickzack. Das ist die Spielrichtung. Und die Aufgabe, die der Marco euch jetzt gleich zeigt, ist nichts weiter, als den Ball mit dem Fuß zur nächsten Rolle zu dribbeln. Und wenn ich mich umdrehe, ja, und meinen Satz gesagt habe, muss der Marco versuchen, den Ball so schnell es geht dort aufzuhalten. Aber Achtung, nicht mit dem Fuß, sondern mit dem Popo. Das heißt, du setzt dich dann gleich drauf, Marco, ja? Und im besten Fall hast du die Rolle erreicht. Ja? Wenn ich mich umdrehe und du bist noch irgendwo dazwischen, siehst mich, dass ich mich umdrehe, du hast den Weg nicht geschafft, musst du leider wieder zurück zur Ausgangsrolle. Ja? Das macht aber nichts, weil der Ochse ziemlich müde heute Morgen noch ist und bestimmt nicht so schnell sich umdrehen kann. Alles klar? Perfekt. Gut, perfekt. Alles klar. Ihr habt für den ganzen Aufbau 7 Versuche. Also ich drehe mich 7-mal um und in diesen 7-mal müsst ihr es schaffen, alle Rollen abgelaufen zu sein und den Ball ins Tor geschossen zu haben. Alles klar? Gut, dann Marco, bist du soweit? Machen wir uns bereit. Auf geht's. Machen wir uns bereit. Ich drehe mich um. Okay. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Sehr gut, sehr wohl. Marco hat es geschafft. Ihr habt es ganz bestimmt auch geschafft, ohne dass eine Vase oder irgendwas kaputt gegangen ist. Sehr gut. Ich drehe mich um. Marco, bist du bereit? Nummer 2. Und 1, 2, 3, Ochs am Berg. Oh. Ah, das war viel zu spät, Marco. Du bist auch noch müde. Du musst zurück. Achtung, nicht zu dieser Rolle, sondern zu der Rolle, wo du als letztes losgelaufen bist. Zu meiner letzten Rolle. Genau, zu deiner letzten Rolle. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar mehr zu Hause. Okay, ich drehe mich wieder um, Marco, mach dich bereit. Und 1, 2, 3, Ochs am Berg. Gerade so geschafft, okay. Hast du es geschafft? Ja, ich glaube auch. Habt ihr es auch geschafft? Okay, Marco ist schon bei 3 Versuchen. Ich glaube, ihr seid schon viel weiter als der müde Marco. Okay, und weiter geht's. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Sehr gut. Nummer 4. Marco, deine Kniescheibe ist gerade rausgeflogen, aber gut. Ist noch drin. Alles klar. Gut. Nummer 4. Du hast nur noch 3 Versuche, also beeil dich. Okay. 1, 2, 3. Ochs am Berg. Ja, das hat er wohl gerade noch so geschafft. Okay. Gilt. Okay. Wie weit seid ihr? Seid ihr schon im Tor? Oder seid ihr genauso schnell wie der Marco? Okay, du hast noch 2 Versuche. Jetzt würde ich mich beeilen. Okay, auf die Plätze. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Jetzt wird's eng. Ein Versuch hast du noch. Wenn du es jetzt nicht schaffst, musst du nochmal zurück zur letzten Rolle. Ich muss jetzt nur dahin spielen, oder? Du musst jetzt nur noch aufstehen und den Ball ins Tor spielen. Sehr gut. Okay, das solltest du hinbekommen. Alles klar. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Oh. Verdammt. Marco war schneller. Marco hat es geschafft in den 7 Versuchen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr schon richtig super gut seid, die Anzahl der Versuche runterschrauben. Ihr könnt auch mal probieren, ob ihr es nicht in 6 Versuchen schafft oder in 5. Da könnt ihr euch richtig austoben. Marco hat es geschafft. Der Marco ist jetzt der neue Ochse. Und jetzt versuche ich mal, seine Zahl zu unterbieten.
Wir machen uns wieder bereit. Marco ist der neue Ochse. Und ich kann loslegen, sobald der Marco sich umgedreht hat und zur Wand spricht. Seid ihr bereit, Kinder? Alles klar. Marco, bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Okay. Und wir legen los, Ferdi. Halt dich bereit. Und 1, 2, 3, Ochs am Berg. Sehr gut, Ferdi. Erster Versuch geschafft. Erste Rolle. Nein, nein, nicht vorher aufstehen. Ich schaue mich gerade noch an. So, und 1, 2, 3, Ochs am Berg. Sehr gut. Bist du von der Rolle zu der Rolle gelaufen? Nein, ich habe mich da nicht drauf gesetzt. Ich muss wieder zurück. Okay. Er hat geschummelt, der Ferdi. Und jetzt gehen wir zur letzten Rolle und legen nochmal los. Gut. Eigentlich musst du ja zu der Rolle, aber dann ist es. Könnte der Ferdi das starten und dort wieder. Dankeschön. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Fast federfrei, ne? Federfrei. Federfrei. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Das war jetzt dein wievielter Durchgang? Der vierte und ich hab's geschafft. Der vierte und er ist schon oben, ohne zu schummeln. Ohne zu schummeln. Und? Ich hab's gesehen. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Und der Ferdi hat's geschafft. Geschafft, geschafft, fünf geschafft. Durchgang. Gratuliere, Ferdi. Ich hoffe, die Jungs haben's auch mal geschafft, ein bisschen früher vor den 7 Durchgängen. Aber jetzt machen wir eine Variante, Ferdi, nicht mehr draufsetzen, weil wir sind ja Fußballer. Und zwar jedes Mal, wenn wir zu einer Klorolle laufen, machen wir unsere Sohle auf den Ball drauf, dass wir den Ball anhalten. Also der Ball läuft und wir versuchen ihn mit unserer Sohle anzuhalten und zu stoppen. Keine Hände, kein Hintern, sondern nur die Sohle. Okay. Okay? Wir können schon mal probieren, die Sohle auf den Ball zu machen. Und wir legen los, Ferdi. Moment, ich probiere es nochmal aus. Also so meinst du, dribbeln. Genau. Und dann mit der Sohle aufhalten. Genau, damit er sich nicht mehr bewegt. Okay. Und den Ball im Zahn. Und muss ich immer den rechten oder darf ich auch mal den linken Fuß hernehmen? Du darfst auch mal den linken hernehmen. Besonders zum Ball stoppen mit der Sohle ist es gut. Okay. Und dann stoppst du den Ball und dribbeln einfach weiter. Na gut, dann probiere ich es mal. Alles klar. Gut, Kinder bereit? Wir machen nochmal einen Durchgang, 7 Durchgänge. Mal schauen, ob es der Ferdi schneller schafft und vor allem ihr auch. So, und wir legen los. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Und der Ferdi hat es geschafft. Sohle ist drauf, aber er hat irgendwas gemacht. Keiner hat es gesehen. So, wir starten nochmal. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Schnell ist er, schnell ist er. Zweiter Durchgang, Sohle muss drauf sein, sonst muss man zurück, aber im Ferdi lassen wir es durchgehen. Ja. Und 1, 2, 3, Ochs am Berg. Ist das an der Klorolle? Sehr gut. Muss ich jetzt wieder zurück? Ja, eigentlich musst du zurück. Okay, na gut. Das ist gut, wir wollen ja nicht schummeln, ne? Wollen wir immer bei der Rolle bleiben und wir machen jetzt ein bisschen schwieriger, Ferdi. Muss den Ball bis zur Rolle hinführen und stoppen und am Ende die Rolle leicht berühren mit dem Ball. Okay. Schaffst du das, ohne dass die Rolle umfällt? Ich schätze, ich probiere es lieber mal. Wir probieren es mal. Okay. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Ja, berührt die Rolle. Sehr gut, Ferdi, sehr gut. Und 1, 2, 3, Ochs am Berg. Ich habe ihn abgewehrt. Hast du gesehen? Du hast nicht getroffen. Doch, es ist echt gemein. Ferdi hat es geschafft. Okay. War ein super Durchgang, Ferdi. 4 Stück. Nee. 5 Stück. 5 Stück. 5 Okay. Stück. Dann bin ich mal gespannt, wie schnell du brauchst. Okay. So, bereit? Ich stehe. So, wir sind bereit, Ferdi. Wir wollen starten. Ja, ich lasse dir aber nichts durchgehen. Ich bin knallhart. So. Machen wir auch die erschwerte Aufgabe? Nein, die machen wir erst später. Okay, ich starte, ich bin bereit. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Ja, okay, aber dein Ball liegt nicht an der Rolle. Du hast gesagt, das ist nicht erschwert. Ach so, okay. Du hast gesagt, ich muss nur zur Rolle hin, in die Nähe. Na gut, okay. Bereit? Ja. Ihr auch? Wir können wieder loslegen. Ihr merkt schon, ich bin diesmal ausgeschlafen, nicht mehr so langsam. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Okay. Du bist ganz schön schnell unterwegs jetzt. Wir sind, das liegt am Aufwärmen. Ja, wenn man aufgewärmt ist, ist man schneller. Ja. 1, 2, 3, Ochs am Berg.
gerade noch geschafft. Okay. Und die nächste Aufgabe. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Wirklich? Du bist eine lahme Ente. Hey, ja. Voll fies ist das. Okay, na gut. Dann nochmal zurück. Gut. Ich habe alles genau gesehen. Na gut. Jetzt schaffen wir es. Schaffen wir es auch nochmal mit der erschwerten Variante, dass ihr den Ball an der Klopapierrolle direkt stoppt? Schaffe ich. Schaffst und du? Und ihr Kinder schafft es auch. Okay. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Ja, Marco hat es geschafft. Sehr gut gemacht, Marco. Ha. Okay. Und nächste Runde. Jetzt musstest du es schaffen. Du bist bei 4, oder? Ja. Oh, jetzt wird's eng. Eigentlich 4. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Mhm. Du bin gar nicht dran. Bin gar nicht da, fertig. Doch. Okay. 1, 2, 3, Ochs am. Oh. Ha! Dann doch geschafft, der Marco. Okay, so Kinder, alles klar. Ihr könnt jetzt noch weiter üben. Ja? In der Zwischenzeit bauen wir um. Wir zeigen euch aber auch nochmal genau, wie das mit dem Dribbeln und mit dem Anhalten funktioniert. Das könnt ihr zu Hause auch nochmal nachstellen und ausprobieren. Dann könnt ihr was Kleines trinken und wir sehen uns in einer Minute wieder. Viel Spaß dabei. Zur dritten und letzten Variante in unserem Ochs am Berg Spiel. Es wird jetzt ein kleines bisschen schwieriger, aber ich glaube, ihr habt ja die letzten Fußballkindergärten auch schon gesehen. Ich glaube, ihr wisst ganz genau, wie die nächste Aufgabe funktionieren kann. Wir bauen einen kleinen Trick ein. Der Trick heißt Ziehen, Fußwechsel. Ja? Einfach ein ganz, ganz leichter Trick, den euch der Marco jetzt mal zeigt. Wir ziehen den Ball mit der Fußsohle zu uns her und spielen mit der anderen Fußinnenseite den Ball wieder in die neue Spielrichtung, zur nächsten Toilette, wenn ihr wollt. Okay? Schaut, ist ganz einfach. Aufhalten den Ball und jetzt mit dem. Nochmal. So, also es ist ganz einfach. Aufhalten den Ball mit der Sohle, zu dir ziehen und mit der Innenseite des anderen Fußes in die neue Spielrichtung weiterspielen. Alles klar? Wenn der Ochse sich umgedreht hat, müsst ihr natürlich an der Klorolle den Ball auch wieder aufhalten. Alles klar? Ich glaube, ihr habt es ganz gut verstanden. Wir zeigen euch den Trick auch gleich nochmal von nahem. Auf die Plätze, Marco. Okay. Ich würde sagen, wir legen los. Auf die Plätze. Der Ochse ist wie auch wieder Versuche fertig. Habe ich? 7. Du hast wieder 7 Versuche. Okay. Auf die Plätze. Fertig, los. 1, 2, 3. Ochs am Berg. Okay, super. So, jetzt geht's drauf, ob ihr den Trick schafft oder nicht. Alles klar, schaut bei Marco auch nochmal gut zu. Ich drehe mich wieder um. Weiter geht's. 1, 2, 3. Ochs am Berg. Oh, der Marco hat den Ball leider nicht aufgehalten. Das heißt, er muss jetzt wieder zurück zur letzten Rolle, bei der er davor war. Aber jetzt kommt erst dein dritter Versuch. Alles klar? Gut. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Sehr gut, super gemacht. Wie weit seid ihr? Seid ihr schon bei der Rolle oder seid ihr bestimmt schon viel weiter? Ich glaube, ihr seid weiter, weil ihr habt ja den anderen Fußballkindergarten auch schon gesehen und könnt den Trick bestimmt schon ganz, ganz gut. Bestimmt besser als der Marco. Okay, ich drehe mich wieder um, Marco, bist du bereit? Ja. Gut. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Okay. Hast du nicht geschummelt? Nein. Sehr gut. Okay. Von einer Rolle zur nächsten. Super.
Okay. Und Ferdi mit der Innenseite lege ich den Ball immer Richtung nächste Rolle, oder? Du ziehst den Ball mit der Sohle zu dir und die Innenseite spielt ihn zur nächsten Rolle, zur nächsten Spielrichtung. Perfekt. Alles klar? Super. Okay, schön im Zickzack bleiben. Okay. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Super, sehr gut. Du bist bei Nummer 4, bei 5 bist du. Okay. Okay. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Wow, gerade noch so geschafft. Ich habe dich noch zucken sehen. Okay, dein letzter Versuch. Jetzt musst du es schaffen, oder? Okay. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Und geschafft. Sehr gut, Marco, ja. Okay, Marco ist der neue Ochse, du kriegst deinen Ball wieder. Jetzt und jetzt versuche ich dich zu schlagen. So. Wow. Fußwechsel, weißt du, wie er geht? Ich weiß nicht ganz genau, wie es hier am Anfang geht. Du ziehst den Ball mit deiner linken Sohle zur rechten Innenseite und legst ihn dir zur nächsten Klorolle hin. So. Und dann dribbelst du den Ball wieder nach vorne. Und hier aufhalten. Mit der Sohle stoppen. Mhm. Und wieder mit der Sohle, die gestoppt hat, den Ball ziehen. Und mit der Innenseite des anderen Fußes zum Ziehen hinlenken. Und hier halte ich ihn wieder auf. Immer mit der Sohle. Perfekt. Schön mit der Sohle spielen. Dann schauen wir mal, ob ich dich schlagen kann. Schaffst du. Und 1, 2, 3, Ochs am Berg. Zwei Rollen. Du hast es einfach gut erklärt. Das ist gut. Okay. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Sehr gut, Ferdi. Jetzt war ich ein bisschen schneller. Mal schauen, wie weit du kommst. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Jetzt ist aber schnell. Richtig schnell. Und machen gleich wieder weiter. 1, 2, 3, Ochs am Berg. Und mit der Hacke abgeschlossen, bravo, fertig. Super. Drei Durchgänge. Wie viel waren das jetzt? Drei. Wie viel habt ihr geschafft, Kinder? Ihr könnt uns das gerne mal schicken, wie schnell ihr oben beim Ziel wart und das Tor geschossen habt. Genau. Alles klar. So, bevor es jetzt weitergeht, Kinder, ihr könnt euch nochmal in unserer Großaufnahme anschauen, wie der Trick funktioniert. Wir bauen dabei die Übung um und sehen uns gleich wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich entweder diesen Trick üben oder eine kleine Trinkpause machen. Bis gleich. Zum zweiten Teil unserer jetzigen Trainingseinheit. Wir gehen zum Schlittenfahren und haben dazu einen kleinen Berg aufgebaut. Wir haben mit den Klorollen den Berg markiert, laufen nach oben zu unserem roten Teller, laden dort unseren Schlitten, den Ball, auf und stoppen ihn danach Dropkick und schießen ihn ganz feste den Hang hinunter, dass er richtig schnell wird, der Schlitten. Wir legen mal los. Wir starten, um den Berg nach oben zu klettern mit unserem Schlitten, mit dem Trick Fußwechsel und machen einmal rechts-links-Fußwechsel, einmal links-rechts-Fußwechsel, bis wir nach oben hin ankommen. Also, ich mache euch vor, die Übung von vorhin hatten wir schon mal mit dem Trick Fußwechsel. Ich zeige ihn euch nochmal und wir fangen an mit Ziehen, Fußwechseln zur nächsten Klorolle und machen dasselbe nochmal. Fußwechsel zur nächsten Klorolle. Wir machen nochmal Fußwechsel zur nächsten Klorolle und sind bei der letzten Klorolle fertig. Nehmen jetzt unseren Schlitten in die Hand und hüpfen
ganz schnell auf die Turboplättchen drauf, damit wir den Schlitten aufladen können. Also viermal draufhüpfen, immer auf die Teller. Und zwar 1, 2, 3, 4. Hüpfen zurück von der Turbofläche runter, stoppen den Ball, Dropkick nach vorne und spielen den Ball so gut es geht ins Tor hinein. Schnappen uns den Ball nochmal und klettern den Schlitten nochmal, den Berg nochmal hoch mit dem Schlitten, damit wir viele Wiederholungen haben, weil es uns viel Spaß macht. So, wir starten. Ziehen, Fußwechsel, ziehen, Fußwechsel, ziehen, Fußwechsel und dasselbe nochmal, ziehen, Fußwechsel. Nehmen uns den Ball wieder in die Hand und hüpfen auf die Plättchen drauf. 1, 2, 3, 4. Stoppen uns den Ball wieder nach vorne und spielen den Ball wieder ins Tor hinein. Schnappen uns den Schlitten wieder, machen einen dritten Durchgang und werden jetzt wieder ein bisschen schneller. Also, wir ziehen den Ball, Fußwechsel, ziehen den Ball, Fußwechsel, ziehen den Ball, Fußwechsel und beim letzten ziehen wir den Ball nochmal mit dem Fußwechsel. Nehmen ihn in die Hand und laden den Schlitten wieder auf. Und zwar 1, 2, 3, 4. Stoppen uns den Ball mit der Sohle nach vorne und spielen den Ball wieder ins Tor hinein. Und unser vierter Durchgang. Ja, wir starten. Fuß, Wechsel, Fuß, Wechsel, Fuß, Wechsel und Fuß, Wechsel. Nehmen den Ball wieder in die Hand und hüpfen auf unsere Turboplättchen. 1, 2, 3, 4. Stoppen uns den Ball wieder nach vorne und schießen den Ball schnell ins Tor hinein. So, und zwei Durchgänge schaffen wir noch, ihr auch. Jetzt versuchen wir es noch ein bisschen schneller zu machen und ziehen den Ball einmal, ziehen ihn zweimal, ziehen ihn dreimal und ziehen ihn viermal. Ball wieder in die Hand, mit dem Schlitten in der Hand auf die Plättchen, 1, 2, 3, 4. Wenn ihr ein fünftes Mal machen wollt, dürft ihr es auch gerne machen. Stoppen uns den Ball wieder nach vorne und spielen ihn wieder ins Tor hinein. Und jetzt versuchen wir, wenn wir den Ball ins Tor schießen, er wieder zurückprallt, dass wir ihn auch einfach mal mit der Sohle stoppen. Ich zeige euch gleich, wie wir es machen. Wir ziehen den Ball, Fuß, Wechsel, Fuß, Wechsel, Fuß, Wechsel, Fuß, Wechsel. Ball wird wieder in die Hand genommen und wir hüpfen auf unsere Plättchen drauf. 1, 2, 3, 4. Stoppen den Ball, spielen den Ball ins Ziel und stoppen den Ball mit der Sohle. So, nun haben wir den ersten Berg erklommen. Wir sind Schlittenberg erprobt und wollen jetzt einen schwierigeren Berg ausprobieren, der etwas steiler ist. Um diesen Berg zu erklimmen, versuchen wir den Trick Ziehen zurück anzuwenden. Wie der Trick funktioniert, zeige ich euch gleich beim Start. Wir legen uns den Ball zum Starthütchen hin und ziehen den Ball wieder mit unserer Sohle, unser rechter Fuß, ziehen wir den Ball hinter unserem Standbein zurück. Wir nennen den Trick Ziehen zurück. Also Sohle, Innenseite hinterm Standbein, sodass wir zum nächsten Hütchen hinkommen. Dasselbe jetzt mit unserem linken Fuß. Auch wieder in die Richtung, wo wir hinwollen. Wir ziehen den Ball mit der Sohle, mit der Innenseite legen wir ihn durch und kommen zum nächsten Röllchen wieder hin. Wir machen Ziehen zurück und hier gleich nochmal Ziehen zurück. Stoppen uns den Ball, nehmen den Schlitten in die Hand und müssen jetzt bei der Aufladestation eine andere Sprungübung machen. Und zwar hüpfen wir mit beiden Füßen von einem Teller zum nächsten. Also wir hüpfen zwischen die Teller rein und zwar mit beiden Füßen nach rechts, mit beiden Füßen nach links und dasselbe nochmal und nochmal zurück. Wir stoppen uns den Ball nach unten, Dropkick, und versuchen den Ball ins Ziel reinzulupfen. Ich habe es nicht geschafft. Ich mache es in der zweiten Runde gleich nochmal. Ich lege mir den Ball zurecht. Der Trick heißt Ziehen zurück, um den Berg zu erklimmen. Ziehen zurück. Ziehen zurück. Ziehen zurück. Und nochmal ziehen zurück. Stoppen uns den Ball, nehmen den Ball in die Hand und hüpfen bei der Aufladestation zwischen die Plättchen mit beiden Füßen hin und her. Stoppen uns den Ball nach vorne und versuchen den Ball wieder
ins Ziel reinzulupfen. Und ich habe es wieder nicht geschafft. Nächster Durchgang, dritter Durchgang. Jetzt schaffe ich es. So, wir starten mit ziehen, zurück, und ziehen, zurück. Berg erklommen, Schlitten in die Hand nehmen und Aufladestation passieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganz oft hin und her gehüpft. Ball nach vorne, Dropkick stoppen und wir lupfen den Ball ins Ziel. Sabralut. Wir machen gleich nochmal weiter. Und wir starten mit ziehen, zurück, ziehen, zurück, ziehen, zurück und ziehen, zurück. Stoppen uns den Ball. Ball wieder in die Hand genommen und hüpfen zwischen die Plättchen durch. Und jetzt Ball stoppen. Trommelwirbel und wieder nicht geschafft. Ich flitze gleich wieder zurück und lege nochmal los mit ziehen, zurück, ziehen, zurück, ziehen, zurück und ziehen, zurück. Ball stoppen, Ball in die Hand nehmen und hüpfen, 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 hüpfen. Ball wieder stoppen und den Schlitten ins Ziel spielen. Oder auch nicht. Eher nicht. Eher nicht, Ferdi. Was mache ich da jetzt, Ferdinand? Ich lege nochmal los und übe weiter. Ziehen, zurück. Ziehen, zurück. Ziehen, zurück. Und ziehen, zurück. Stoppen den Ball. Nehmen den Ball wieder in die Hand. Und hüpfen, 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 hüpfen. Stoppen den Ball nach unten. Und jetzt schaffe ich's. Und ich habe es geschafft. Bravo, erster Durchgang. Ferdi, Applaus bitte. Dankeschön. Erster Punkt. Und ich mache meine letzte Übung und versuche jetzt nochmal alles rauszuholen. Ziehen, zurück. Ziehen, zurück. Wir starten nochmal. Ziehen, zurück. Und nochmal. Ziehen, zurück. Stoppen den Ball. Hüpfen wieder durch die Ladestation. Stoppen den Ball. Und sammeln uns. Und versuchen reinzutreffen. Und ich habe es wieder nicht geschafft, aber im letzten habe ich es geschafft. Wunderbar. Kinder, haben Spaß gemacht. Fleißig trainieren, könnt auch nochmal zurückspulen. Und ihr trefft bestimmt öfter das Ziel als ich, bin ich mir sicher. Okay, Kinder. So, wir haben umgebaut. Wir spielen ein nächstes Spiel, in dem es um ganz viele Türen und Schlösser geht. Okay? Wir müssen versuchen, mit unserem Ball verschiedene Türen aufzusperren. Wie macht man das am besten? Immer mit einem Schlüssel. Der Schlüssel ist unser Ball und die Schlüsselbewegung ist unser Trick, den wir jetzt gleich als Neues lernen. Ja? Dazu gehen wir in den Aufbau rein, legen den Ball mal auf diese Seite in dem Viereck. Alles klar? So, jetzt geht es darum, dass wir zwei Türen aufsperren. Einmal die Tür gegenüberliegend und einmal die Türe nach vorne weg. Das Ziel ist am Ende, den Ball ins Türchen reinzuspielen. Okay? So, dazu muss ich jetzt einmal dieses Tor aufsperren und dieses Tor aufsperren. So, am Ende komme ich noch zum rosaroten Tor.
Da brauchen wir einen anderen Trick, den erkläre ich euch aber gleich. So, für uns geht es erstmal darum, den Ball in das erste Türchen zu spielen und dort aufzusperren. Wir dribbeln den Ball mit der rechten Fußaußenseite, bis wir drüben angekommen sind und halten den Ball dort auf mit der Fußsohle. Wenn der Ball liegt, gehen wir einmal rechts um den Ball rum und nehmen ihn danach mit der Fußinnenseite nach vorne mit zu den Hütchen, zu den rosaroten Plättchen. So, hier könnt ihr den Ball aufhalten und wir machen, um das letzte Türchen aufzusperren, einen Übersteiger mit dem rechten Fuß zur rechten Seite weg und nehmen den Ball dann mit dem linken Fuß nach links weg und spielen anschließend ins Türchen. Okay, die Tricks, die wir benutzt haben, heißen Sohle eindrehen und Übersteiger. Alles klar? Habt ihr den Aufbau soweit fertig? Auch die rosaroten Plättchen vorne hingelegt. Die können auch eine andere Farbe haben oder T-Shirt, was ihr einfach benutzen wollt. Wenn ihr es habt, dann fangen wir oben wieder von vorne an. Ball in Position legen. Los geht's. Rüber dribbeln mit der Fußaußenseite. Aufhalten den Ball. Einmal um den Ball rum und mit der Innenseite zu den rosaroten Plättchen mitnehmen. Aufhalten. Übersteiger rechts, links vorbeischieben und den Ball ins Tor passen. Alles gecheckt? Okay, super. Dann machen wir gleich weiter. Wir starten wieder in dem Starttürchen und müssen die Türe wieder von vorne aufsperren. So, los geht's. Aufhalten, einmal außen rumlaufen, Türe aufsperren und zur rosaroten Tür. So, Übersteiger rechts, links vorbeischieben, spielen und wir schnappen uns den Ball und flitzen wieder nach oben zum nächsten Durchgang. So, ihr habt es bestimmt jetzt schon begriffen, jetzt können wir richtig loslegen. Also, wie geht's? Dribbeln, aufhalten, eindrehen, mitnehmen, aufhalten den Ball und Übersteiger rechts, links vorbei, spielen und wieder von vorne. Los geht's, oben rein ins Türchen, dann losdribbeln mit dem rechten Fuß, aufhalten, eindrehen und loslegen, aufhalten, Übersteiger weg und Feuer. Alles klar, ich probiere mal wieder Marco eben ins Tor reinzulupfen. So, los geht's, nächster Durchgang, seid ihr bereit? Nochmal von vorne, losdribbeln. Aufhalten, umdrehen, mitnehmen und den Ball am rosa-roten Türchen aufhalten. Übersteiger, weg geht's und in das Türchen lupfen. Ah, fast. Mit links vielleicht auch ein kleines bisschen schwierig. Ihr dürft lupfen, ihr dürft den Ball weiter ins Tor passen. Alles das, was euch Spaß macht. Kommt, wir machen noch einen Durchgang. Letzter Durchgang, dann solltet ihr es richtig gut können. Und es geht los. Schieben. Aufhalten, eindrehen, mitnehmen und Übersteiger rechts, links vorbei und ins Türchen spielen. Alles klar. Ihr übt kurz weiter. Wir sehen uns gleich zur nächsten Variante. Okay, Kinder. So, erste Variante haben wir geschafft. Jetzt kommen wir zur zweiten Variante. Und es gibt zwei neue Tricks, die ihr ausprobieren könnt, um die Tore aufzuschließen. Diesmal starten wir von der anderen Seite, dribbeln wieder los zur gegenüberliegenden Seite, halten den Ball jetzt nicht mehr mit der Fußsohle auf, sondern mit der Fußaußenseite. Darf sich jeder mal so auf die Seite draufklopfen, damit man auch nicht vergisst, welcher Teil vom Fuß gemeint ist. So, wir laufen rüber und der Fuß, der den Ball führt, führt ihn mit der Außenseite. Nee, Quatsch, warte, ich muss hier mal. So, wir beginnen mal. Wir führen den Ball mit dem rechten Fuß nach drüben, schön mit der Außenseite. Und wenn wir drüben sind, schwingt der Fuß nach vorne und wir halten ihn auch mit derselben Außenseite auf, dass er nicht mehr weiterrollen kann. Beim Umdrehen
nehmen wir den Ball Richtung orange, Richtung rosa-rote Hütchen und da gibt es einen zweiten Trick, den doppelten Übersteiger. Das ist ein Übersteiger mehr, als sie gerade gemacht hat. Wir haben vorhin mit rechts begonnen, sind dann links vorbeigeflitzt. Jetzt machen wir den Übersteiger mit dem rechten Fuß und bauen mit links nochmal einen ein. Genau dieselbe Bewegung, bloß zur anderen Seite weg. Aufsperren, rollen wir dann auf die rechte Seite, wir schieben den Ball mit rechts vorbei und spielen ihn auch mit rechts ins Tor. Auch hier könnt ihr wieder das Lupfen ausprobieren, wenn ihr die Übung davor richtig gut geschafft habt. So, gehen wir es mal von vorne an. Also, schön dribbeln mit der Außenseite. Hopp, hopp. Außenseite nach vorne stellen, den Ball richtig abkappen. Dann mit links weiter mitnehmen, bis wir bei den rosa-roten Plättchen sind. Aufhalten, Übersteiger rechts, Übersteiger links, rechts vorbei und spielen. Alles klar. Und schnell wieder nach oben. Zap, zap, zap. Seid ihr bereit? Außenseite loslegen, abkappen mit der Außenseite, eindrehen, nach vorne spielen, aufhalten und wieder. Übersteiger rechter Fuß, Übersteiger linker Fuß, rechts vorbei und spielen. Alles klar, jetzt probieren wir es mal mit Lupfer. Wieder von vorne loslegen, Außenseite dribbelt, abkappen, mitnehmen den Ball und aufhalten. Übersteiger rechts, Übersteiger links, vorbei und reingelupft. Jawohl. Habt ihr es auch geschafft? Ich bin sicher, ihr habt es geschafft. Okay, wollen wir es mal ein kleines bisschen schneller machen. Ich gebe euch noch einen kleinen Tipp. Wenn wir den Ball mit der Außenseite oben aufhalten wollen, versucht mal, dass euer Knöchel vor den Ball reinhüpft. Ja, wir können es ganz langsam machen, dann tut sich auch keiner weh. Also wir dribbeln einmal los und jetzt hüpfen wir mit dem Knöchel nach vorne und nehmen den Ball direkt wieder mit. Das ging viel schneller und so kann der Trick auch viel besser funktionieren. Okay, Übersteiger rechts, Übersteiger links, vorbei und spielen. Okay, und nach oben flitzen und weiter geht's. So, Außenseite, Außenseite, reinhüpfen. Mitdrehen den Ball, aufhalten, Übersteiger rechts, Übersteiger links, vorbei und boah, Lupfer ging gerade so in die Hose und dann machen wir es noch einmal. Seid ihr bereit? Sehr gut. Außenseite, Außenseite, reinhüpfen, mitnehmen, aufhalten und Übersteiger rechts, Übersteiger links, vorbei und spielen. Jawohl, einer geht noch, Jungs, komm, alle mitmachen, auch wenn man schon ein bisschen K.O. ist. Starten, jetzt Außenseite, Außenseite, Knöchel reinspringen, mitnehmen, aufhalten die Kugel, Übersteiger rechts, Übersteiger links, vorbei und Doppellupfer. Tor, Tor, Tor. Wie schaut es bei euch aus? Auch geschafft? Super, habt ihr echt gut mitgemacht, klasse Kinder. Das war's mit unserem Fußball-Kindergarten heute für zu Hause. Uns hat es einen riesengroßen Spaß gemacht. Mega lustig. Ich hoffe euch auch zu Hause. Ich hoffe auch die Gläser und Vasen sind zu Hause ganz geblieben und die Mamis und Papis sind nicht allzu böse auf uns. Wichtig ist, dass ihr ordentlich trainiert habt. Wir haben heute eigentlich auch ganz schön viel geschafft, Marco, oder? Welche Tricks haben wir denn eigentlich gelernt heute alles? Also viele Tricks. Mir fällt jetzt spontan ein, der Trick ziehen Fußwechsel. Zeig nochmal, wie ging der? Wie war der nochmal? Mit der Sohle, glaube ich, ziehe ich den Ball und mit der Innenseite lege ich den Ball zur Seite weg, auf die andere Seite. Stimmt. Mit beiden Füßen haben wir das gemacht. Wir haben ziehen Fußwechsel gehabt und noch einmal ziehen Fußwechsel und den Ball in die Richtung gelenkt. Stimmt, dann hatten wir, glaube ich, auch den Trick ziehen zurück. Genau, ein anderer Standtrick, zurück, oder? Hinter dem Standbein. Das war die Geschichte, wo man den Ball immer hinter dem Standbein vorbeirollt und dann mit der Innenseite desselben Fußes wieder nach vorne kommt, dann sieht das aus wie so ein Häkchen. Auch das haben wir, glaube ich, mit beiden Füßen gemacht, oder? Ja, ziehen zurück linker Fuß und ziehen zurück rechter Fuß. So, Marco,
Was haben wir noch gemacht? Mir fällt noch spontan ein Sohle eindrehen hatten wir noch gemacht. Stimmt. Oder? Genau. Da sind wir hingelaufen und haben den Ball gezogen und mit der Innenseite in die Bewegung mitgenommen, wo wir hin wollten. Sind angelaufen, haben den Ball gezogen, uns gedreht und dann mit der Innenseite mitgenommen. Alles mit dem gleichen Fuß. Super. Okay. Was hatten wir denn noch? Ich glaube, wir haben dann noch Abkappen gehabt. Das war das mit dem Knöchel, der vor den Ball reinspringt, zum Aufhalten und schnell wieder weiterlaufen. Dribbeln, nach vorne den Knöchel bringen und mit dem Fuß zur Seite weglaufen. Da ganz wichtig, mit dem anderen Fuß nimmt man den Ball mit, ne? Ja, genau. Also man stoppt den Ball mit demselben Fuß und mit dem anderen Fuß nehme ich ihn schnell wieder zur Seite mit. Und dann hatten wir, glaube ich, noch zwei Übersteiger, oder? Ja, Übersteiger. Wenn man dann direkt auf den Gegner draufläuft, genau, haben wir auch einen Übersteiger gemacht. Und zwar hatten wir Übersteiger rechts und Außenseite hat den Ball weggetrieben. Und dasselbe hatten wir, fast dasselbe, mit zwei Beinen noch. Mit oder zwei Beinen. Der doppelte Übersteiger, genau, war noch dabei. Das ging dann mit dem rechten Fuß und mit dem linken. Rechts, links und vorbei am Gegner laufen. Natürlich. Viele, viele Tricks, wie wir sehen. Viele Tricks. Kinder, ihr habt jetzt genug Zeit, das Ganze zu Hause zu üben. Wir würden uns freuen, wenn wir das ein oder andere Video von euch zurückbekommen, um euch dann bei uns in die Challenges vielleicht mit aufzunehmen und euch auch eine Krone schenken zu können. Ihr bleibt weiter am Ball. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin fleißig üben und bleibt alle gesund. Und bevor wir jetzt alle weggehen, räumen wir noch zusammen auf. Okay. Helfen wir den Eltern vorne als Aufnahme, das ist ganz schlecht. Und unseren Schreibtisch, den wir umgedreht haben, stellen wir auch wieder zurück, wo er gehört, würde ich sagen.